Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 2 unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Hier sehen wir unseren allerersten Dinosaurier, den wir ausgebrütet haben, und ich würde sagen, wir geben den auch einen Namen. Und weil es der erste war, geben wir ihm den Namen The One. Der Ei sozusagen. Ich glaube, Groß-Kleinschreibung, er wird alles groß machen. Genau, er macht alles groß. The One hat einen Namen bekommen. Wenn ihr irgendwelche Saurier benennen wollt, ja, weil irgendwas Tolles passiert ist, weil er irgendeine coole Aktion gemacht hat, der Saurier, und einen Namen verdient hat, dann könnt ihr das mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich den Dinosaurier benennen oder, ja, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie einen coolen Kommentar loslasst, irgendwas, zack, dann werde ich auch eventuell einen Dinosaurier nach euch benennen. Da sind wir völlig frei, ne? Wenn ihr Bock habt, nehmt teil. So, aber wie geht's weiter? Wie sieht's hier aus mit den Fossilien? Genau, die sind alle erforscht. Wir machen auch die mal weg hier für den Triceratops. Und hier haben wir noch unseren ersten Fleischfresser, den wir bekommen werden. Den Ceratosaurus. Und den werden wir auch extrahieren. Jetzt schauen wir mal, ob unser Team da ist. Nein, das ist noch unterwegs. Dann erzähle ich euch ein bisschen was über das ACU-Zentrum. Ah, jetzt kommt er gerade. Ne? Wir schicken den erst los. Zeit. Ne? Haben wir eh schon so viel Zeit verplempert. Mit Erzählungen. Wir schicken wieder auf die Site, wo wir nicht genau wissen, was wir bekommen. Und geben hier die Fossilien in Auftrag. Und ich denke, damit kommen wir dann auch beim Edmontosaurus so weit, dass wir ihn mal erforschen können, beziehungsweise ausbrüten können. Aber mehr zum ACU-Zentrum. Das ACU-Zentrum ist wichtig für Vorfälle. Wir können mit diesem Helikopter, wir können den auch fliegen, das zeige ich euch auch gleich, können wir Dinosaurier betäuben. Das können wir zwar auch mit den Rangern, aber mit einem Helikopter ist man natürlich wesentlich flexibler und schneller am Ort des Geschehens und können damit betäuben oder auch behandeln und Sachen damit machen mit den Dinosauriern. Und ja, ist sozusagen, gehört so ein bisschen zur Sicherheitsabteilung dazu, zur Logistikabteilung, und ich lese euch das hier eben mal schnell vor. Bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Schicken Sie einen ACU-Helikopter los, um Dinosaurier zu betäuben, und nutzen Sie die Transportteams, um betäubte Dinosaurier zu transportieren oder zu verkaufen und tote Dinosaurier zu entfernen. Ja, es wird natürlich auch irgendwann Altersschwäche oder Krankheit und so tote Dinosaurier geben. Dafür ist also das ACU-Zentrum zuständig. Genau, wir sehen hier auch wieder die Details. Wir sehen, dass da jede Menge Upgrade-Plätze vorhanden sind. Wir können auch den Helikopter eventuell irgendwann den Skin wechseln. Und wir können es deaktivieren. Aber jetzt steigen wir mal in den Heli hier rein und fliegen einfach mal eine Runde. So, hier abheben mit Leertaste. Es macht auch richtig Laune, weil es richtig cool aussieht, mit dem Heli da rumzufliegen. Ihr seht jetzt hier an unserem Dinosaurier, dass der so ein Symbol drüber hat. Und hier unten in der linken unteren Ecke seht ihr andere Symbole. Betäuben, behandeln, Signalpistole. Das wird auch wichtig. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Da können wir durchschalten. Ja, und können dann auch auf das Gewehr wechseln und dann wirklich selbst die Dinosaurier betäuben und behandeln. Und das wird noch richtig lustig. Ich steig mal aus und lass den Helikopter alleine zurückfliegen. Wir werden noch genug Zeit haben, wo wir uns in den Heli setzen. Unsere Expedition ist wieder hier. Was haben wir bekommen? Strutiomimus haben wir bekommen. Brüten wir auch aus, beziehungsweise die DNA rausziehen, und dann brüten wir ein paar aus. Aber jetzt versuchen wir es erstmal mit zwei Edmontosauriern. 76%, das ist immer noch nicht so hoch, aber wir versuchen es trotzdem mal. Kostet uns 170.000 Credits. Da geben wir jetzt einfach mal aus. So. Und hoffen das Beste, dass es funktioniert. Und schicken das Expeditionszentrum wieder los. Wieder auf die Seite, dass wir vom Edmontosaurus bekommen. Das Wetter ist auch wieder besser. Und wenn die Edmontosaurier da sind, dann dürften da auch die ersten Besucher in den Park strömen. Leute, da freue ich mich drauf. Und unsere Kasse auch. Ah, das hat funktioniert. Der erste ist raus, Leute. Und ich hoffe, der zweite wird. Wir lassen ihn frei und geben uns die Katze hin.
und er ist schon ein bisschen größer jetzt als unser, als The One. Und duscht hat er. Leid duscht. Wunderbar. So, der ist auch gleich fertig, der zweite. Das scheint funktioniert zu haben, Leute. Aber wir haben noch eine Aufgabe, und zwar Forschungszentrum ACU, Nachladegeschwindigkeit erforschen. Das machen wir. Das ist unter Gebäuden. Oder auch nicht. Das ist unter Gebäude Upgrades. Und zwar die Asset Containment Unit, also ACU, und zwar die Nachladegeschwindigkeit. Das ist die Planung, Sicherheit, das ist das, Nachladetempo. Das machen wir, erforschen es. Und wir haben den zweiten Edmontosaurus. Können wir uns jetzt nicht nochmal geben, glaube ich, oder? Ah ja, doch, warum nicht? Sagte hallo. Ich mache uns mal die Statistiken auf. Und da sehen wir, dass das ebenfalls ein sehr, sehr soziales Tier ist. Und da können wir auf jeden Fall einen ganzen Haufen raushauen. Die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Was? Spinnst du? Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja. Jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Okay, na gut. Dann, wir sollen hier das Tor des Geheges öffnen und einen Saurier freilassen. Wir haben jetzt noch nicht so viele Besucher im Park. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Welcher wird's denn sein? Welcher wird sich angesprochen fühlen? Ah, er hier ist derjenige. Da müssen wir jetzt ein bisschen schnell sein. Die ACU oder Asset Containment Unit ist ihre erste Anlaufstelle, falls sie einen wilden Dino betäuben müssen. Was war das? Wir machen auch direkt wieder zu. Was war denn das? Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlage. Ja, wir arbeiten dran. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Genau, und da knallt ihr uns jetzt doch glatt mal einen Auftrag hin. Und zwar bauen, verbinden und mit Strom versorgen. Souvenirladen. Die Leute mögen keine Orte, die nicht lebendig sind. Was das angeht, so können wir, Sie wissen schon, mehr Gebäude brauchen. Was sagen Sie? Zu diesem Thema gibt es sogar einen Auftrag. Jo, gibt uns 100.000 Credits, nicht die Welt, aber ist auch nicht der beste Auftrag, was den Ruf angeht. Wir nehmen ihn aber trotzdem mal an. So, aber jetzt. Je mehr Gebäude wir haben, desto eher können wir unsere Einnahmen steigern. Wir springen hier rein, denn wir haben einen Dinosaurier zu betäuben, bevor der hier wirklich Action macht. Und wir fliegen daher und... Wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken das Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Das war... Also seien Sie vorsichtig. Sowas. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Das sind sogar schon Leute. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. So. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Genau, das ist auch was Neues, Leute. Transportteam rufen. Und zwar den Dinosaurier, den wir vorher jetzt betäubt haben, den packen wir jetzt und schicken den zurück ins Gehege. Anfrage zur Produkt- und das sieht außerordentlich lustig aus, wenn da dieser riesige Transporthelikopter kommt. Und das ist ja noch nicht, also der ist ja noch nicht so groß, der Saurier, ne? Aber wenn da mal so richtige Brocken kommen und von so einem Helikopter hochgehoben werden, das sieht schon außerordentlich spaßig aus. Zack. Da wurde er angegurtet und hoch damit. Ich kann fliegen! Genau.
Und der wird jetzt darüber zu unserem Spot, den wir angemarkert haben, transportiert. Dann ist er wieder im Gehege. Wir haben eine neue Expedition. Schicken die wieder los. Wir wollen ja auf 100% irgendwie kommen beim Edmontosaurus, dass das erledigt ist. Und deshalb wieder aufs Gleiche. Wir haben wieder einiges zum Verkaufen. Das bringt wieder gut Schotter. Und extrahieren hier die 2 und den da hier auch. Den Einzel, den lassen wir mal. Denn wenn wir auf 100% sind und nochmal für den Edmontosaurus irgendwelche Fossilien bekommen, können wir die auch wiederum verkaufen. So. Ich würde sagen, wir probieren nochmal einen Studium Mimus auszubrüten. Oder wisst ihr was? Wir machen gleich 2. Je mehr Dinos wir haben. Oha. Wupp, wupp. Und damit haben wir die Mission erledigt, Leute. Wir haben... Job erledigt. Voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Ja. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Immer wachsam bleiben. Ja, ja. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Ja, ja. Damit haben wir das erledigt. Die erste Mission, wir haben die Sturmabwehrstation bekommen und 1 Million Credits. Da sagen wir nicht nein dazu. Dankeschön. Da ist er ganz glücklich, dass er wieder da ist. Ich habe schon gedacht, er hat Hunger. Was machen denn die zwei? Ihr seid Freunde, hä? Ich glaube, den benennen wir jetzt auch mal. Und zwar Escaper. Das ist auch ein guter Name, oder? Der erste Ausreißer, der Escaper. Schöner Name. Und der brüllt da rum. Hast du Abenteuer gehabt, wa? Oh Leute, das ist super. 2 Studium Minus sind fertig. Die lassen wir beide raus. Da freut sich The One. Sie waren der Herausforderung gewachsen. Dafür braucht es Engagement. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Genau, oder habt ihr gerade gesehen, wir haben eine Modifikationsbelohnung bekommen, und zwar harte Zähne 2.0, glaube ich, war das. Und ja, das bekommt man eben auch durch Ruf und Aufträge und so ein Zeug. Ja, alles sehr wichtig, dass man das erledigt. Unser Auftrag ist, noch einen weiteren Edmontosaurus auszubrüten. Das machen wir, sobald jedes Fossil die DNA, und zwar genau jetzt. Da dürfen wir doch auch schon... Genau, 86%, da geht jetzt nicht mehr so viel schief. Und ich glaube, Leute, es ist auch mal Zeit, euch ein bisschen die Genmodifikation zu zeigen. Guckt mal. Wir haben da richtig gute Möglichkeiten. Hier beim Edmontosaurus sind es jetzt nur 4. Und das letzte müssen wir sogar noch freischalten. Ja, dass wir 4 Kategorien haben. Bei anderen Dinosauriern könnte es weit mehr sein. Und da hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit hier... gute Verdauung 1.0 als Verbesserung anzuwählen. Entweder den Standard oder aber die Verbesserung. Und ihr seht hier bei den Statistikwerten, dass die Belastbarkeit hochgeht, die Lebensfähigkeit nach unten geht, aber auch die Bewertung nach oben geht. Aber nur einen Punkt. Und so kann man auf jeden Fall modifizieren. Wir haben Stärke des Herzens, Lebenserwartung hoch, ziemlich stark sogar. Ja... Jetzt ist die Frage, wollen wir das machen? Härte der Zähne ist jetzt hier gar nicht zur Verfügung gestellt, leider. Aber klar, der hat wahrscheinlich keine wirklichen Zähne. Und für einen Fleischfresser besser. Da warten wir noch, bis wir wirklich Genmodifikationen da machen, weil wir hier den Ceratosaurus holen, ne? Wir fliegen nochmal auf die gleiche Seite und machen die leer. Und dann... Oh, da haben wir wieder eine gute bekommen. Kommen wir, extrahieren alles.
ist doch schon mal alles sehr, sehr gut aus hier. Wir brüten den Edmondo aus. Dann geht's los, da kommt schon richtig Leben in die Bude. Wir dürften auch langsam im Plus sein. Jawohl, mit 6242 Credits sind wir im Plus. Das freut. Oh nein, vorhin sage ich es noch, da kann nicht mehr so viel schief gehen, aber ist es leider. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Ja, das passiert leider, ne? Brutvorgang. Das Ausbrüten eines Dinosauriers mit einem Genom, das nicht zu 100% vollständig ist, kann fehlschlagen. Die Lebensfähigkeit bestimmt die Erfolgschance des Brutvorgangs. Upgrades für die Erfolgsrate des Hammond-Entwicklungslabors erhöhen die Lebensfähigkeit. Genmodifikationen verringern die Lebensfähigkeit, haben wir ja gerade gesehen. Genmodifikationen erhöhen die Kosten des Brutvorgangs, können jedoch Dinosaurier mit erheblichen Vorteilen und höheren Bewertungen hervorbringen. Ja, wie gesagt, das wird echt noch, wird noch ein großes Ding. Und ihr seht auch hier, wir haben hier einen Struthiomimus und der hat eine ganz andere Färbung als The One zum Beispiel. Ja, also das wird noch ganz toll werden, aber jetzt müssen wir leider diesen Edmontosaurus, der nicht ausgebrütet werden konnte, absondern. Und wir probieren es gleich nochmal. Haben wir auch schon 89%. Jetzt wird es aber doch was. Und wir haben auch einen Hinweis bekommen: Erfolgswahrscheinlichkeit Upgrade für das Hammond Entwicklungslabor. Das ist das hier. Ich würde sagen, das entwickeln wir jetzt einfach. Kostet nur 100.000. Das wäre jetzt sogar günstiger gewesen als der Edmontosaurus. Und das machen wir jetzt einfach. Und wir haben ja auch eine andere Entwicklung schon fertig, und zwar ein Upgrade für unser ACU, und zwar die Nachladegeschwindigkeit. Und jetzt seht ihr, wir können hier Upgrades und dann können wir das drauf und dann lädt hier der Hubschrauber, der Schütze, der hinten im Hubschrauber sitzt, schneller sein Gewehr nach und dadurch können mehr Schüsse pro Minute abgegeben werden. Dadurch, wenn es mal zur Katastrophe kommt und es brechen wirklich viele Dinos aus, ist das auf jeden Fall wichtig. Wir setzen das mal rein. Kostet uns 20.000, können wir auf uns auf jeden Fall leisten. Es geht auch noch öfter, also es heißt nicht, dass wir das nur auf einem Platz haben können, sondern wir können das Ding ja komplett zustöpseln, wenn wir wollen. Aber eins reicht jetzt erstmal. Ah, das sieht besser aus. Es gibt dann noch, wenn der raus ist, zeige ich euch das. Jetzt kommen hier die Teams zurück. Und wir schicken nochmal auf die Site, würde ich sagen. Oh, das dürfte jetzt aber auf jeden Fall reichen, oder? So. Und der Edmondo ist fertig. Hat funktioniert. Ist die frei. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Ja, damit haben wir... Und wir haben wieder was Neues. Zähigkeit der Haut 2.0. Ich glaube, das könnten wir doch mal auf einen Edmontosaurier packen, oder? Ja. Geh mal raus, sag mal Hallo dieser zu den Dino, anderen. Der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Dem T-Rex, so. So, genau, jetzt wollte ich euch noch was zeigen, und zwar... Unsere Existenz besteht aus der permanenten Bewertung von Bedrohungen und Gelegenheiten. Und das sieht nach einer guten Gelegenheit aus. Genau, finden Sie mithilfe des Expeditionszentrums ein Fleischfresserfossil. Nutzen Sie das Expeditionszentrum, um ein Grabungsteam auf eine Expedition zu schicken und ein Fleischfresserprofil zu finden. Fossil meine ich, nicht Profil. Genau, gibt uns wieder für die Sicherheitsabteilung, und auf die wollen wir ja mal ganz hochkommen eventuell, und... Wir nehmen ihn an, die Aufgabe. So, genau. Fürs Gehege gibt es auch was, was noch wichtig ist. Und zwar müssen natürlich auch Besucherplattformen gebaut werden. Ein Fenster zur Vergangenheit, das die Dinosaurier-Sichtbarkeit für die Gäste erhöht, kann direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Also sprich, damit können die Leute dann reingehen und ja, natürlich die Dinosaurier beobachten. Ne? Ist wichtig, das steigert dann auch unseren Profit. Und ich würde sagen, wir bauen das Ding mal direkt hierher.
Da ist ein guter Platz, finde ich. Zack, direkt vor der Bodenfutterstation. Und da können die Leute dann wirklich gucken. Aber auch diesen Punkt muss man natürlich wieder mit dem Wegesystem verbinden. Zack, erledigt. Erfolgschance wurde abgeschlossen. Können wir da auch gleich die nächste Stufe machen? Ich glaube nicht, oder? Ne, das geht leider noch nicht. Was können wir denn sonst noch so machen? Ranger-Teams, Stromgeneratoren. Lasst uns mal die Planung hier gleich noch machen. Planung ist, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass wir natürlich so einen Helikopter auch losschicken können und eine Aufgabe hinzufügen. Zum Beispiel jetzt diese Dinos hier zu betäuben. Und je mehr die natürlich Planungsmöglichkeiten haben, desto mehr Dinos können wir dann automatisch betäuben lassen. Das wird irgendwann wichtig, weil man ziemlich ins Hudeln kommt, wenn wirklich Action im Park ist und was Großes passiert. Ja, deswegen erforschen wir das jetzt einfach mal. Jo, so, also für Samons Entwicklungslabor haben wir ja auch was freigeschaltet, und zwar die Erfolgsrate 1. Das gibt uns, wie viel Prozent wird es uns denn geben? 10%, okay. Alles klar, machen wir 20, hauen wir jetzt einfach mal hier zwei rein. So, jetzt haben wir keinen Strom, Leute. Das ist natürlich mies, da müssen wir eins wieder rausnehmen. So blöd es jetzt auch ist. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Ja, wir wollen aber jetzt noch kein Kraftwerk dazu bauen. Also das ist unnötig. Da sind wieder da unsere Expeditionsteams. Und wir sehen jetzt hier auch, dass diese Seite leer ist. Da gibt es nichts mehr zu holen. Wir sind bei 97%. Das kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Aber wir sollen ja ein Fleischfresser-Fossil holen, und zwar hier den Ceratosaurus. Schicken wir das Team los und dann dürfen wir den auf jeden Fall auch bekommen, den Auftrag. Und ich glaube, 100% erreichen wir mit diesem Fossil jetzt auch. Ah, guck mal her, 46.000 kriegen wir jetzt in einer Minute dazu. Das ist gut, wir kriegen Geld. Wir sollen noch einen Souvenirladen. Haben wir den denn schon? Yes, haben wir. Ich würde sagen, den bauen wir mal ganz straight hier in die Ecke rein. Da wird er mit Strom versorgt und dann ist der Laden da auch hingebaut. Zack. Leute, wir haben ein vollständiges Genom vom Edmontosaurus und das heißt, dass wir da uns auf jeden Fall jetzt nochmal zwei raushauen und ein bisschen genmodifizieren, wenn denn cooles Zeug dabei ist. Tja, ich würde sagen, das hauen wir rein und das hauen wir rein und das hauen wir rein. Das merkt er sich, denn ich möchte jetzt eben nochmal schnell was nachschauen, ob wir nicht vielleicht auch noch eine andere Hauttextur für ihn herbekommen, wenn wir hier auf G-Modifikationen gehen. Da sehen wir, ist er da dabei, der Edmontosaurus? Ah, leider nicht, leider nicht. Der Strudi ist auch nicht dabei, schade. Stromproduktion. Jedes Kraftwerk speist eine gewisse Menge Strom in das Netzwerk. Jedes Gebäude benötigt eine gewisse Menge Strom, die sich erhöht, wenn es verbessert wird. Das haben wir gerade schon gespürt. Verbessern Sie Ihre Kraftwerke durch Upgrades oder bauen Sie neue, um die gesamte Stromproduktion zu erhöhen. Ja, die Upgrades müssen wir allerdings... Ich verneige mich vor Ihnen. Das haben Sie sich verdient. Genau. Da ist unsere Planung auch abgeschlossen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal das Kraftwerk verbessern. Und zwar brauchen wir... Erhöht die gesamte Stromproduktion aufgewerteter Kraftwerke um 14%. Das machen wir. Das Risiko für einen Stromausfall steigt dabei allerdings auch. Ist jetzt noch nicht so ein großes Problem, weil wir noch keine Fleischfresser haben. Und die Pflanzenfresser, ja gut, die können auch ausbrechen und Besucher zusammen trampeln und angreifen. Aber das ist unwahrscheinlicher als bei Fleischfressern. Wir erforschen das jetzt mal und hoffen, dass das schnell kommt. Und was ist jetzt gerade ohne Strom? Unser ACU-Zentrum. Aber wir hoffen einfach mal, dass nichts passiert.
Und da haben wir den Ceratosaurus und werden das jetzt auch erforschen. Job erledigt, wenn es nach mir geht. Wunderbar. Und damit haben wir auch diesen Auftrag erledigt. Jetzt brauchen wir einen neuen. Dafür gehen wir in den Kontrollraum und sagen hier unten Aufträge. Und da können wir einen neuen Auftrag anfordern für die Sicherheitsabteilung. Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit hier zu verbessern. Und ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen könnte. Denken Sie darüber nach. Okay, und da werden wir mit dem Auftrag sogar schon dazu gezwungen, sozusagen, in Richtung Genmodifikation der Saurier zu gehen. Denn wir sollen einen Struthiomimus mit einer Belastbarkeit von mindestens 45% rauslassen. Das machen wir. Akzeptieren. Und das ist gut. Und ihr seht hier unten auch, unsere Parkbewertung ist sehr, sehr gestiegen von eigentlich nichts auf jetzt, ja, 1,5 Sterne. Ich erkläre euch das kurz. Und damit haben wir auch ein neues lebensfähiges Genom für den Ceratosaurus bekommen. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Genau, und zwar die Inselverwaltung. Die Inselverwaltung, der Inselverwaltungsbildschirm enthält eine Übersicht über die wichtigsten Verwaltungselemente Ihrer Insel. Überprüfen Sie Ihre Inselbewertung in dem Abteilungsruf und eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen. Außerdem sehen Sie hier den Missionsfortschritt sowie aktive Aufträge für die aktuelle Insel. Genau, und das setzt sich zusammen. Ihr seht das hier, mit dem Pfeil wird das symbolisiert. Inselbewertung, Gästeanzahl 271, das wird aus der Dinosaurierbewertung und der Anlagenbewertung zusammengesetzt. Wenn man hier draufklickt, kriegt man nochmal Details dazu. Also wir haben jetzt zum Beispiel Vielfaltsstrafe, weil wir noch nicht viele verschiedene Saurier haben, minus 18 zum Beispiel. Und einzigartige Spezies müssen wir hier 4, dann haben wir hier für diese Insel sozusagen die Aufgabe erfüllt, hier um gut Bewertung zu bekommen. Das gleiche haben wir bei der Anlage, haben wir auch. Sehen wir zum Beispiel, Transportbewertung ist bei 100%, das ist gut, und Sichtbarkeit auch 100%. Also da muss man sehr drauf achten, um die Inselbewertung dann irgendwann vielleicht auf 5 Sterne zu bekommen. Und die Sterne sind wichtig, weil, guckt mal, wenn wir 3 Sterne erreichen, schalten wir die Isla Muerta frei, und wenn wir 4 Sterne erreichen, die Isla Nubla. Ja, also es ist wichtig. Und guckt euch das mal an. Viele Leute da schon unterwegs sind. Richtig gut. So. Der nächste Saurier, den wir mal voll machen sollten, ist tatsächlich der Struthiomimus. Und den schicken wir dann mal dem Expeditionsteam los, um da Fossilien zu sammeln. Und dann gucken wir mal, wie weit die Verbesserung schon ist. Ah. Dauert noch. Da haben wir den Triceratops, hätten wir da tatsächlich mit dabei. Der ist ja wahrscheinlich dann unser nächstes Ziel, dass wir den ausbrüten. Aber vorerst mal modifizieren wir hier den Struthiomimus, so weit wie es geht. Ah, guck mal, der hat eine andere Farbe. Das sieht man leider nicht beim Vorschaubild, wie der dann aussehen wird. Aber er wird auf jeden Fall ein bisschen anders aussehen. Es bringt die Lebenserwartungsfähigkeit ein bisschen runter. Ein bisschen ordentlich sogar. Aber dafür die Bewertung um 2 Punkte hoch. Das machen wir einfach. Wir hauen uns da alles rein, was geht. Wunderbar. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Jawohl, wir sollen 15.000 Credits durch Gästeanlagen, also wie zum Beispiel T-Shirt-Shops und Souvenirladen erwirtschaften. Das schaffen wir auf jeden Fall. Deswegen akzeptieren wir auch diesen. Wie weit ist die Forschung? Abgeschlossen, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber dadurch bauen wir jetzt auf jeden Fall unsere Leistungsverbesserung da rein. Kostet 40.000, kriegen aber damit auch dieses Stromproblem in den Griff. Wunderbar.
Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Also mir macht das Spiel richtig Bock. Am Anfang ist es immer noch jede Menge zu erklären und jede Menge Neues. Und ich glaube auch in Folge 3 wird noch sehr, sehr viel Neues dazukommen. Aber so langsam nimmt es doch Fahrt auf. Und wir haben ein paar gute Saurier hier, ne? Wir haben hier, wo ist denn The One? Da ist The One, ne? Da ist er. Und dann haben wir noch der Escaper. Da ist er. Eigentlich sind es ja alles Weibchen, ne? Das haben wir ja im Film dann auch, im allerersten dann auch mitbekommen, dass es alles Weibchen sind, aber schauen wir mal. Da kommt unser Expeditionsteam. Und das schicken wir auch gleich wieder los auf diese Strutimimus-Site. Und geben noch die Fossilien in Auftrag, verkaufen hier. So, und dann sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge, Folge 2. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch wieder in Folge 3 begrüßen kann in unserem Parkprojekt Jurassic World Evolution. Und ja, ich sag mal, bis dann, euer Neftatur.